Es geht direkt weiter mit Assassin's Creed Odyssey. Ja gut, letzte Folge haben ja viele von den scheiß Söldnern zerberstet, ja, auch wenn die zwei Level über mir waren teilweise. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit auch nochmal den einen Fähigkeitspunkt ausgegeben und mir diesen Ramskill aus der Anfangssequenz geholt, weil er eigentlich ziemlich geil ist. Und jetzt bin ich eigentlich auf dem Weg zu dem anderen Söldner, den Hyrkanos, der da zuständig war, dass da dieser eine Wagen damals überfallen worden ist. Hab hier noch ein Banditenlager gefunden, weil ich natürlich auch mitnehmen werde. Ja, ich schon hier bin. Es sieht mir aber nach einem guten Typen zum Anheuern auch aus. Ich glaube, den probiere ich mir mal anzuheuern. Interessant sein. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Ja, vorsichtig. Ich habe ein Schiff. Schließ dich uns an und genieße die Freiheit. Easy, neues Besatzungsmitglied. So, da ist ein Hund. Der Hund ist natürlich blöd. Ein Bogen haben wir nicht genug Schaden hinzuholen. Das heißt, bin ich denn jetzt im Nahkampf schön? Jawohl. Der Hund ist generell blöd. Mit dem Hund haben wir nicht das Problem, wir können nicht lautlos vorgehen. Ich natürlich probieren, den Hund zu snacken, ja. Ich sehe den Schützen. Sicher? Weiß auch, dass ich hier bin. Bam! Heimlicher Kill, Junge. So, und hier gibt es eine Steintafel, so was zum Sammeln. Gefangene und eine Schatzkiste noch. Und dann sind wir hier fertig, nämlich auch schon wieder. Warte mal, ist ja noch eine? Auf jeden Fall auch tot. Bitte, lass mich raus! Ja, alle. Bitte schön. Endlich bin ich wieder frei. Dank dir allein. Abwärts geht's. Und da drin ist jetzt der Hyrkanos, oder wie er es schon ist. Oh, hier sind auch Erwachen. Was natürlich jetzt interessieren würde, kann ich den niederschlagen und einheuern? Ich meine, er hat eine höhere Stufe als ich. Halt dich fern, wenn du keinen Ärger. Nee, warte, warte, warte. Ist eh eine blöde Idee, weil das, den kann ich nicht anheuern. Das ist nämlich ein Söldner, den der auf mich aus ist. Ja, komm. So, kleine Staatsfähigkeiten, aber alles in Ordnung noch. Elfer Bogen. Das ist Hyrkanos, wie er ausgefunden wird. Ey, jetzt ein Tritt könnte ich natürlich auch von der Klippe springen, Alter. Von der Klippe werfen. So, hi. Ey, du hast ein Messer im Arsch stecken. Oh ja, aber für mich, nicht für dich. Aber
Okay, jetzt konzentrieren aber. Ja, wir haben gerade ein bisschen zu viel rum. Du bist wirklich ein Gegner. Du kannst nicht ewig kämpfen. Ich habe schon viele unnötige Treffer jetzt in den Kampf einstecken müssen. Nicht nochmal treffen lassen, bitte. Auf jeden Fall den Bogen mit benutzen. Du kannst nicht ewig kämpfen. Dein Tod ist nah. Du hast keine Chance. Jetzt hab ich dich. Was? Jetzt kommt noch mehr. Oh, fuck. Hier findet ihr mich eh nicht. Ich bin nicht schnell genug. Also ich kann mein Leben regenerieren. Jawohl. Easy. KI ausgetrickst. Oder ist der Banditenanführer? So, wer der da gerade macht. Oh ja, das war ein bisschen offensichtlich, ich weiß. Verarschen. Na komm. Mir entkommst du nicht. Du hast keine Chance. Komm, Schlag. Ich hab geblockt. Pariert. Ich hab parieren gedrückt. Ich mag das Spiel. Ja, your controller has been disconnected. Ist klar. Fuck off. Ich habe jetzt gerade eben zwei Schläge kassiert, obwohl ich parieren gedrückt habe, weil es anscheinend nicht schnell genug vom Spiel berechnet worden ist, dass ich das gemacht habe. Ist schön. Echt schön. Das muss Hyrkanos Lager sein. Wer war das? Hä? Ach, egal, Alter. Einfach drauf. So, Nummer Uno. So, du gehst auch nochmal voll auf die Fresse. Bogen finishen wahrscheinlich am besten noch. Na, ein Schuss. Beispiel und down. So. Das heißt Krieg. Wieso gehst du denn in die scheiß Feuerschale rein, Alter? Ja, ich kann dadurch Feuerpfeil bekommen. Das ist gut zu wissen.
Ey, willst du mich verarschen? Als Mauler, du stirbst jetzt. Ja. Hä? Also, Schnauzen. Ich finde den Schützen. So. Ja, komm. Komm, schlag. Schlag, komm. Oh, hab ich dich pariert. Tut mir aber leid. Nicht. So. Jetzt zu dir, alle. Alle. Komm, ich stehe nur, ich mach nichts. Versprochen. Aha. Ey, nichts trinken. Der wollte einen Trank trinken, Alter. Ich hab halt wirklich die Tasten gedrückt zum Parieren. Die werden einfach nicht angenommen. Kamera, stell mal bitte wieder scharf. Danke. Der Kampf ist halt echt einfach. Wenn halt mal das Parieren klappen würde. 100%. Mann, ey. Jetzt oder nie, Alter. Jetzt mache ich einen Flawless Run, Alter. Guck mal, der schläft sogar auf dem Boden, ne? Ist eine gute Wache, ne? Schläft bei der Arbeit. Stirbt es einfach, so. So, da ist der Spasti. So, komm. So. War wohl nix. Kann ich nicht ausweichen, leider. Nein. Alter, was machen jetzt schon wieder? Ja, das nenne ich kämpfen. Kämpfen, wenn ich nicht total verkacke. Einen Anfang zu machen gegen einen Gegner. Ja, ja. Ich kann Leben regenerieren, was du nicht kannst. Ja gut, du kannst auch irgendwas trinken. Aber ich mach dich jetzt platt. Man weiß, er ist noch, gerade noch im Kampf gewesen. Jetzt guckt er die Leiche seines Kollegen da an, Alter. Willst du im Bogen gehen, wenn ich vor dir stehe, Alter? KI, Alter. Muss man nicht verstehen. Aber du bist so gut wie tot. Damn. Das hat sich wirklich gelohnt. Vielleicht sollte ich mehr Söldner zur Strecke bringen. Ja, sollte ich wahrscheinlich echt. So, da unten ist einer, der ist aber overlevelt von mich. Auf jeden Fall. Level 18 ist dann doch zu groß für mich. Beschwer für mich. So, ich muss auf jeden Fall in den Tempel rein. Da unten ist noch ein Anführer, den kann ich töten. Damit ich diesen Ort hier fertig habe. Und dann noch den Schatzblendern. Dann kann ich wieder eigentlich so gut wie zurück zu dem Typen, weil ich habe jetzt seine ganzen Dinge gemacht. Ja, melde dich bei Dulius. Melde dich bei Stenor. Ich habe nichts weiteres mehr offen. Außer ich könnte natürlich noch ein paar Söldner klatschen, wenn ich noch welche habe. 11 und 12, da warte ich dann doch lieber. Ich kann mal gucken, was da gäbe dann später. Ja, Klinge. Oh.
geht es erstmal natürlich die Sachen abgeben. Wenn ich dann jetzt auch mal schön XP und dann bin ich dann noch Stufe 9 und kann auch die Karos-Waffen von gerade eben direkt einsammeln, ausrüsten. So. Sind auf jeden Fall die Wölfe am Start. Wenn man hören kann. So. Mal wieder die Waffe wegstecken. Ascentra, BD. So. Der Söldner Hyrkanos ist tot. Oh yeah. Sparta dankt dir, Söldnerin. Und meine Belohnung? Ich habe dir keinen Auftrag erteilt. Du hast aus eigenem Antrieb gehandelt. Doch sei versichert, dass Sparta dir dankbar ist. Toll. So. Na komm, lass mich drauf. Bewegung. So. Möchte bitte mit meinem Vater jetzt sprechen dürfen. Meine befehlshabenden Männer sprechen nur gut von dir, Söldnerin. Was gibt es Neues? Der Athener-Befehlshaber ist tot. Megaris kann erobert werden. Gut. Der Wolf hat den Angriff befohlen. Ich bin froh, dass du uns in unserem Kampf um Ruhm und Ehre unterstützt. Töten wir ein paar Athener. Es wurde auch Zeit, dass wir den Krieg nach Athen tragen. Ja, sie sollen den Zorn Spartas spüren. Komm, Kleos erwartet uns. Dafür wurde ich geboren. Wir siegen heute für Sparta und für den Wolf. Komm, wir müssen zum Lager der Vorhut. Ja, ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Folge mir. Wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Es gibt eine epische Schlacht. Also, erzähl mir vom Wolf. Er ist ein großer Mann. Und ein schlechter Vater. Sieg gegen die Athener führen. Nein, nein. Wie ist er als Mensch? Als Vater? Er ist bewundernswert, stark und auf seine Art sorgend. Aber manchmal... Ja? Nach nichts. Nur sein Blick schweift oft in die Ferne. Und ich spüre große Trauer in ihm. Er ist Spartas Feldherr. Aber auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Man kann das Leben nicht ohne Reue leben. Mhm. Was hat er denn zu bereuen, oder dass er seine zwei Kinder so gut getötet hat? An denen ich bisher teilnahm. Ja. Eindeutig, ja. Hier auf Abstand, Mietklinge. Alter, wie nennst du mich? Bist du bereit, die Athener zu vernichten? Okay, Eroberungsschlachten. Sobald die Startsteiger niedrig genug ist, wird eine Eroberungsschlacht verfügbar. Sowohl Athen als auch Sparta belohnen Eroberungsschlachten mit epischer Ausrüstung. Einen Staat zu verteidigen ist einfacher, bietet aber weniger Belohnung. Einen Staat anzugreifen ist schwieriger, ja, aber lohnender. Ich bin bereit für den Krieg. Ob man dann später auch entscheiden darf, ob man lieber mit den Spartanern unterwegs oder mit den Athenern? Weil ich hatte jetzt gerade gesagt, beide sind belohnen. Oh, in your face. Und jetzt einfach hier ein bisschen schlagen, oder was? Den feindlichen Hauptmann. Wer ist denn der Hauptmann? Aua. Nicht geil. Ist hier irgendwo was in Entdeckung zu gehen? Oh, Olivenholz. Nicht verarschen. Ich glaube, der mir jetzt hierher gefolgt ist.
Boah, beste Schlacht überhaupt, Alter. Ich bin der beste Junge. Okay. Jetzt mal vielleicht mit ein bisschen mehr Konzentration. Weil ich wälze ihn nicht. Weil es wirklich reine Dummheit. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Bist du bereit, die Athena zu vernichten? Auf jeden. Ja, das kenne ich schon. Ich bin bereit für den Krieg. Ich bin bereit geboren, Alter. Alles grün. Schick die Athena in den Hagel! So, auf den Fetten, Alter. Alter, ich... Ja, schon wieder so gut wie tot. Ist das der Anführer? Dann auf ihn, Alter. Also falls der Anführer ist, er kriegt ziemlich viel Schaden. Dafür, dass er nur einen Schlag war gerade. Come on! Das ist doch so unnötig gewesen wie sonst was schon wieder, Alter. Also in der letzten Folge mache ich noch die ganzen Söldner, die überlevelt sind, platt. Und jetzt habe ich Probleme mit einem Gegner, der zwei Schläge ist, aushält und dann tot wäre. Geil. Ist halt auch schön, weil du jetzt zwei Ladescreens hast. Wenn du tot bist, musst du einmal laden, bis du wieder in der Welt bist. Dann musst du nochmal laden, bis du wieder in der Schlacht bist. Ja, geil. Ne? Ja, voll geil. Statt dass einfach die Schlacht von neu beginnt oder dass man die dann abbrechen kann, weil wenn dann andere Level wird. Bist du bereit, die Athena zu vernichten? Ja. Dann gibt man wieder den Tutorial-Hinweis. Kenne ich schon. Ja. Ich bin bereit für den Krieg. Come on. Jetzt aber volle Konzentration. Jetzt mache ich es einfach flawless durch. Alles im Finishen. So, er ist Hauptmann tot. Okay. Komm, komm. Geht doch. So. So. So, das ist auch der nächste Hauptmann.
Alex Hauptmann Braut. So. Nee, du wirst mich nicht töten. So. Eins, zwei, drei. Na komm. Hab ich dich auch tot? Kommt an, wer heute nicht siegt, die Athener oder die Spartaner? Weil die Spartaner werden heute auf jeden Fall gewinnen. Alter, kann ich mal bitte ein Köpfchen treffen? Da angeht. Ah, du willst auch noch was? Also, ich habe genug Pfeile für alle. Naja, nicht ganz, aber... So. Danke fürs Kommen, es hat Spaß gemacht, mit dir zu spielen, aber jetzt muss ich deinen Anführer wieder töten. Noch einer von euch, von dir, Alter. Ich möchte nur deinen Anführer da töten. Oh yeah. Hallo Kararo drauf. Nein. Komm. Kaiwan. Nicht du. Der Fettsack sollte mich angreifen. Also ich mach auch. Fettig. So. Bam. Ne, mir kommt ein Gegner, habe ich gesehen, ja. Bam. Bam. Ah, wir haben gewonnen. Ziehen wir jetzt nicht alle zurück? Jawohl. Geht doch. Sparta hat Athen erfolgreich besiegt. Der Stadt Megaras steht nun an der Seite von Sparta. Geht doch. So schwer war es ja wirklich nicht. Der Wolf verlangt, den Söldling zu sehen. Wir werden gleich bei ihm sein. Ja, oben auf der Klippe, nicht, dass er mich nochmal runterwirft, Alter. Er wünscht, den Söldling alleine zu treffen. Was? Ich sagte, der Befehlshaber wünscht... Ich habe dich verstanden. Ich verstehe nur nicht, wieso. Das waren seine Befehle. Nun gut. Wie es scheint, kann ich mich wohl um Dringenderes kümmern. Ja. Wie mega pisst der jetzt ist, Alter. Inventar. Neuen Bogen kann ich ausrüsten. 9. Auch wieder mehr DPS. 9. 8. Sind die auf jeden Fall besser. Ich habe jetzt ordentlich mehr Rüstung. Ich habe auch einen schicken Helm. Aber den möchte ich trotzdem ausbehalten. Der Wolf erwartet.
erwartet dich. Du hast heute gut gekämpft. Ja. Lass den Wolf nicht warten. Halt echt gut gekämpft heute. Also gut. Was soll ich denn sagen? Oh ja. Zum Beispiel, was ist das für ein Arschlochpfade, kannst du erwähnen. Oh, jetzt ist wieder pissig drauf. Du bist also die Heldin, der wir den Sieg verdanken. Sag mir deinen Namen, damit ich dich als Kriegerin würdig empfangen kann. Chere, Pater. Es ist lange her. Oh. Ich sah dich fallen. Oh. Ich bin nicht gefallen. Du hast mich in den Tod geschickt. Ich tat, was von mir als Spartiaten erwartet wurde. Ich habe meinen Frieden gemacht. Mach du den deinen. Du warst mein Vater. Du hättest mich beschützen müssen. Du warst leichtsinnig. Du hast mir keine Wahl gelassen. Ich habe meinen Bruder beschützt, weil du es nicht getan hast. Das Orakel sagte eindeutig, dass Alexios sterben muss. Ihr Wort ist Gesetz. Das weißt du. Du kannst dich nicht länger hinter deinem Pflichtbewusstsein verstecken. Genug! Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, Cassandra. Ich lebe und sterbe als Spartiat. Es winkt eine große Belohnung für den, der dem Wolf den Kopf abschlagen kann. Oh. Bist du deshalb gekommen? Lol, man kann echt den Vater töten? Das ist schon geil, aber ich bin auf der friedlichen Phase. Du hast dich lange genug gedrückt. Jetzt wirst du dich verantworten. Obwohl du den Tod verdienst, liegt keine Ehre auf dem Feld der Rache. Du musst dich den Geistern der Vergangenheit stellen, Pater. Und das ist noch viel schlimmer als der Tod. Ich habe in meiner Pflicht versagt. Ich habe dich nicht beschützt. Euch beide nicht. Ich liebte dich und deinen Bruder, als wärt ihr die meinen gewesen. Aber das wart ihr nie. Was meinst du? Das ist eine Frage, die musst du deiner Mutter stellen. Oh. Warte. Plot Twist. Finde deine Mutter. Sie finden. Wo Murina auch ist. Sie weiß mehr darüber als ich. Wohin gehst du? Meine Ehre suchen. Meide die Schlangen im Gras, Cassandra. Oh, und ich kriege wahrscheinlich auch noch den Helm jetzt. Fragezeichen. Ich muss von hier verschwinden. Ich sollte zurück zu Barnabas. Ja. Nee, ist ein Questgegenstand. Aber hier kriegen ein legendäres Schwert. Mit 61, ja, das macht schon mehr. 20% mehr Schaden mit der Fähigkeit Spartanentritt, die ich nicht habe. Mehr Schaden gegen Athene, mehr Kriegsschaden. Oh ja, das sieht fancy aus. Ich würde mir natürlich jetzt den Spartanentritt an skillen. Ja, ich guck noch ein bisschen. Beim Schiff, was kann ich beim Schiff? Da kann ich jetzt natürlich Büchen-Typen hier.
kann ich ruhig entlassen. So. Jetzt habe ich keinen neuen. Ich könnte ein paar Upgrades machen. Rammsporn. Also. Mehr Rammschaden und alles. Kostet 1400 und so. Alte R2. Ah, lol, ich habe immer nur mit Spähen angeschossen, weil drücke oder halte R2 zum Werfen. Und dann. Und dann schießt. Oh, okay, das muss ich dann echt mal ausprobieren. Den würde ich auch noch gerne jetzt legen. Alter, ist 5000 Meter weg. Boah. Ist der ein Fokus auch in der Stadt dann, wo ich jetzt hin muss, oder was, oder? Der wurde auf der Karte markiert. Wird nicht so. Also auf jeden Fall nicht hier. Gut. Dann kann ich einfach der Quest folgen. Und deine Odyssee, also meine Geschichte quasi. Nikolaus hatte eins klargestellt, Kassandras Mutter lebte noch. Nach so langer Einsamkeit sehnte sie sich vielleicht wieder nach einer Familie. Wolf und Schlange. Dann geht's auf jeden Fall weiter. Und ich werde in der nächsten Folge in den See stechen und mal gucken, wo uns die Reise wieder hingeht. Aber es heißt ja schon auf nach Focus, also. See ya.